Ja, hallo und einen ganz herzlichen guten Morgen hier aus dem Fabrikle. Ja, die Sonne scheint. Es ist so magisch morgens hier. Es ist traumhaft in diesem Gebäude. Es ist einfach ein ganz magisches, traumhaftes Gebäude. Ja, heute möchte ich über diese Raketenbrenner-Affäre sprechen. Und zwar habe ich das Gebäude ja 2022 im September übernommen. Es war zuvor wechselweise vermietet, immer wieder kurzfristig und 2021 im Dezember hat uns, oder vielleicht schon davor, hat uns ein Heizungsbau, also nicht unser Haus- und Hofheizungsbau, ein anderer Heizungsbau empfohlen, hier in dem Gebäude einen neuen Raketenbrenner einzubauen, obwohl der alte gar nicht defekt war. Ich muss aber sagen, die alte Anlage war von 1977, schon recht alt. Allerdings, wir heizen nur 3 bis 4 Monate. Also diese Heizung generiert kein Warmwasser. Es hat also alles sehr gut funktioniert noch. Nichtsdestotrotz haben sich meine Eltern breitschlagen lassen und haben einen neuen Brenner einbauen lassen. So weit, so gut. Im Januar 2022 fiel mein Vater, der schon über 80 ist, hin und es folgte ein Jahr Krankenhaus, 14 Operationen. Wir wussten nicht, ob er überlebt. Es war also richtig, richtig tragisch und kritisch. Mein Lebensgefährte erkrankte und ich muss sagen, ich habe keine Geschwister, also ich hatte jetzt auch keine große Zeit, mich um Heizungen oder sonst was zu kümmern. Als ich das Gebäude dann im September 22 übernommen habe, fiel mir sofort auf, dass dieser Raketenbrenner eben nicht konform war mit der auf der Rechnung und im Übrigen die ganze Heizungsanlage gar nicht funktioniert hat. Ich habe das reklamiert natürlich, wurde angeschrien, man hat keine Antwort mehr gegeben. Folgte Schriftverkehr, auch teilweise über meinen Anwalt. Es ging aber dann erstmal so aus, dass ich ganz dringend eine neue Anlage einbauen habe lassen müssen, weil sonst alles voll kaputt gegangen wäre. Und das habe ich dann auch gemacht. Also es hätte sowieso nichts gebracht. Ich musste reagieren, weil das, was vorhanden war, gar nicht funktioniert hat im Endeffekt, ja. Dann wurde dubioserweise eben auch noch diese Anlage, also mit dem falschen Raketenbrenner, Mitte 2022 gar nicht abgenommen, sondern es wurde eine Bescheinigung auf den alten von 1977 ausgestellt. Also sehr, sehr dubiose Vorgänge und ich habe das natürlich auch reklamiert, schreiben, keine Antwort. Es ist Servicewüste Deutschland, leider Gottes. Allerdings, ich habe einen ganz tollen Heizungsbauer, der ist kompetent, zuverlässig, einfach nur mega top. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit ihm. Ja, meine Hunde machen hier wieder Quatsch. Ja, Moment, Moment. Genau, sie machen Quatsch, natürlich. Ich habe 3 Hunde. Ich will nur sagen, Leute, schaut genau drauf, was bei euch gemacht wird. Überprüft eure Rechnungen. Ich habe jetzt im Nachgang noch mehr Rechnungen, sehr dubiose Rechnungen in diesem Fall bekommen, die ich allerdings alle jetzt komplett prüfen lasse. Ja, nicht durch mich, sondern durch kompetente und rechtliche Fachkräfte. Genau. Also schaut auf alles, lasst euch nicht über den Tisch ziehen, passt auf. Es gibt weiterhin noch mehr Geschichten hier aus dem Fabrikle, die sehr spannend und mysteriös sind. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Genießt die Sonne, wenn ihr sie habt und lasst die Seele baumeln. Lasst die Seele baumeln.